Aufzeichnen läuft. Wir fangen einfach an. Hi André. Hallo Andreas. Hi. Wie ich sehe, bist du heute mal nicht an deinen gewohnten Orten, wie wir normalerweise miteinander sprechen in der Gruppe, sondern du bist heute in der Firma. Ganz genau. Ja, und ich habe einen kleinen Überfall vor bei dir. Und zwar André, es ist so, dass wir ein Modell anbieten gerade, das, was wir gemeinsam gerade machen, dieses Online-Coaching. Und darunter können sich viele Menschen nichts vorstellen. Ich habe also schon Anfragen gehabt und gesagt, muss ich da zu dir kommen? Muss ich zu meinem Coaching bei dir persönlich vor Ort kommen? Und dann sage ich nein. Und dann kriegen die immer ganz große Augen und denken, was macht der? Und deswegen jetzt einfach eine Frage von meiner Seite aus. Kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben und vor allem, wie das für dich angefühlt hat. Das heißt, wir haben ja mal einen Eingangscheck gehabt, das war ja Ende März. Und danach haben wir losgelegt mit deinem individuellen Trainingsplan, Ernährungsplan. Und dann würde ich sagen, red einfach mal von deiner Seite aus, wie sich das für dich angefühlt hat, was sich jetzt seither verändert hat. Ja, vielleicht erst mal vorab, wie bin ich auf dich aufmerksam geworden? Ja, das ist klassisch, glaube ich, über den Newsletter passiert, wo ich mich dann erst mal für ein einstündiges Telefonat, Video-Call mit dir verabredet habe und du mir das Ganze vorgestellt hast. Ziel war, dass ich binnen der 10-12 Wochen 10 Kilo abnehme. Und wie ging es dann los? Du hast mir das Ernährungsprotokoll geschickt, was ich dann ausgefüllt habe. Wir haben gemeinsam über meine Ziele gesprochen, was habe ich vor, in welcher Zeit. Und dann kam dann auch der Trainingsplan anhand meiner Bedürfnisse. Zeit ist immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das ist auch der Vorteil, den ich sehe bei dem Online-Coaching. Ich muss halt eben nicht diese Stunde Anfahrt oder Hin- und Zurückfahrt 2 Stunden in Kauf nehmen, wenn man das Ganze halt auch auf einem kurzen Dienstweg per Video-Coaching machen kann. Und du hast mir dann das Tubes-Training empfohlen. Also gar nicht ins Fitnessstudio, sondern bei gutem Wetter raus oder eben daheim im Keller. Tubes-Training, wenn man ganz salopp gesagt, Gummiseile, konnte ich mir erstmal auch gar nichts drunter vorstellen. Aber hast dann natürlich in dem Online-Member-Bereich, wo wir dann alle drin sind, sehr, sehr gut in unterschiedlichsten Videos das Ganze erklärt. Wie sind die einzelnen Übungen aufgebaut? Auf was muss man achten? Welche Muskelpartien spreche ich an? Was gibt es im Ganzen zu beachten? Ja, im Nachgang kam dann eben der Plan. Schon sehr, sehr sportlich ausgelegt, aber mit 3-4 Einheiten pro Woche und einer durchschnittlichen Trainingszeit von 50 Minuten bis einer Stunde. Alles sehr, sehr gut machbar, sehr, sehr effektiv, effizient. Ja, das waren so meine Eindrücke. Was ich sehr, sehr genieße, sind die jeden Mittwoch und Freitag stattfindenden Calls abends mit der Gruppe gemeinsam. Weil jeder sammelt natürlich andere Erfahrungen, jeder hat auch andere Fragen. Das Gute ist, man wird dann auch nochmal selber zum Nachdenken angeregt, sprich, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, stimmt, sollte ich vielleicht auch noch beachten. Oder man, dadurch entstehen bei einem selber im Kopf erst Fragen und die konntest du bislang auch alle ausnahmslos sehr, sehr gut beantworten. Super, das hört sich ja richtig gut an, sodass ich kurz davor bin, mein Online-Coaching bei dir zu buchen. Ja, das ist einfach für viele Menschen sehr spannend, weil die stellen sich immer vor, ein Personal Trainer muss immer vor Ort sein. Ich habe tatsächlich Kunden, die kommen zu mir im 1:1 und die haben nicht das gute Ergebnis, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall. Das ist immer bezogen. Der eine ist 1:1, aber setzt halt letztendlich nicht alles um, wie es umsetzen sollte. Der Nächste macht online und setzt eben 90-95% um von dem, was ich empfohlen habe und liefert ein besseres Ergebnis ab, jemand, der bei mir direkt vor Ort ist. Mhm. War das eigentlich für dich, dass du überhaupt mal, du hast ja vorher schon angeschnitten, das Tubes-Training, das zaubert einem erstmal ein Lächeln auf, dass ich mal sage, jetzt nehmen wir mal halt ein paar Gummischnürchen und zieh da ein bisschen dran rum, weil du hast ja vorher schon mal im Fitnessstudio gearbeitet, hast du mit richtigen Gewichten gearbeitet. Und ich habe dir ein Tubes-Training empfohlen, natürlich mit dem Hintergrund, da du natürlich auch eben
zu meiner Zielgruppe gehörst, die Leute, die eben ja, einen verantwortungsvollen Job haben, auch ein bisschen mehr arbeiten müssen, was die Arbeitszeit anbetrifft und somit oftmals auch weniger Zeit übrig bleibt, noch so ins Fitnessstudio fahren zu können, hin und rückzufahren, wo natürlich dann ruckzuck mal 2, 2,5 Stunden weg sind. Wie war das, wo du das erste Mal so die Gummis in der Hand gehabt hast? Was hast du gedacht? Ja, natürlich belächelt habe ich das Ganze schon. Ich dachte, oh, jetzt wird so ein Frauentraining. Aber dadurch, dass man natürlich auch diverse Tubes miteinander kombinieren kann in den einzelnen Übungen, kann man da natürlich unterschiedliche Zuglasten dann wählen. Und bei manchen Übungen ja, kommt man dann schon ganz, ganz stark an seine Grenzen, wenn man bereits ein Gummiseil, ein Tubes in der Hand hat. Das Gute ist, man wird natürlich auch in der Gruppe dann aufgefangen, weil solche Fragen entstehen natürlich dann, da entsteht auch eine Dynamik und da sehe ich halt auch den riesengroßen Vorteil gegenüber einem Einzelcoaching, weil hier wird tatsächlich eine Dynamik entwickelt. Jeder berichtet von seinen Ergebnissen, von seinen Herausforderungen etc. Und so helfen wir uns halt gegenseitig und jeder ist dann halt auch motiviert. Ja, aber das ist auch für mich, weil die Gruppe, es ist sensationell, auch unsere Calls, die Calls, diese Videocalls, die wir immer abends haben von 20 bis 21 Uhr, es ist für mich keine Arbeit, es fühlt sich für mich überhaupt nicht nach Arbeit an, das ist sensationell, weil wenn du es anfängst, ich habe davor im Einzelcoaching gearbeitet, jetzt im Gruppencoaching zusätzlich und da weißt du natürlich auch nicht, ja, wie läuft das überhaupt, wie kommen die miteinander klar, aber das ist sensationell, wie da drin die Dynamik entsteht und jeder sich hilft und ein Stück weit sich mitgezogen fühlt. Und wenn man jetzt die Ergebnisse anguckt, was jeder Einzelne schon abgeliefert hat, seid ihr alle in der Gruppe über dem Durchschnitt, was normalerweise die beim 1:1 bei mir hier abliefern. Und das habe ich klar auf die Gruppe zurückzuführen, durch die Gruppendynamik. Weil wenn ihr mal 1:1 macht, dann hat er nur mich als Ansprechperson. Und ich motiviere ihn. Aber wenn man halt in der Gruppe ist, 10, 15, 20 Leute, ist ja die Kommunikation die ähnliche. Und tatsächlich passiert es oft, dass der eine was fragt und man dann selber tatsächlich auf eine Frage kommt und dass man auch vom anderen oftmals Informationen kriegt, wo man noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Und das ist für mich natürlich auch ein Learning jetzt gewesen. Seit März sind wir dabei. Learning gewesen und dass es so gut läuft und dass die Gruppe so harmonisch ist, hätte ich von Anfang an nicht gedacht und habe mich sehr, sehr überrascht und bin auch froh, dass ich dieses Modell jetzt anbiete, weil dann kann ich natürlich eben auch Erfolg garantieren. Weil das, was jetzt passiert, wusste ich nicht. Ich musste mich auch ein Stück weit auf einlassen, was passiert da jetzt, wie sind die alle untereinander, aber das ist mega, was passiert ist und deswegen ich einen herzlichen Dank. Auch was die WhatsApp-Gruppe angeht. Auch was die WhatsApp-Gruppe angeht, wo gerade mal Fragen ad hoc beantwortet werden, die halt vielleicht bis Dienstag oder Freitagabend keine Zeit mehr haben, man ja irgendwo unterwegs ist und sein Mittagessen vergessen hat und einfach die Frage stellt, hey, was kann ich mir jetzt besorgen? Solche Fragen haben natürlich dann nicht Zeit bis abends. Ja, klar. Und die wurden bislang auch alle kompetent, nicht nur durch dich, in erster Linie natürlich, aber auch durch die anderen Teilnehmer beantwortet. Ja, super. So, und wie, was hat sich, du hast ja auch mitgekriegt, wir haben ja in der Gruppe auch nicht nur Gespräche jetzt über das Training drehen, da ist ja auch ganz viel zum Thema Mindset dabei. Wie war ich ja schon, wie war die Ergänzung in diesem Thema zum Thema Mindset? Wie hat sich das für dich angefühlt, dass auch mal dieser Aspekt in den Mittelgrund, bei den Mittelpunkt gerückt wird? Also, wo wir angefangen haben, habe ich dir ja auch die Frage gestellt, in deinem, ja, ich nenne es mal Leistungskatalog, was das Programm angeht, stand ja auch drin, Firmengründung. Und da habe ich auch zurückgeschrieben oder dich gefragt, ja, also ich bin glücklich bei meinem Arbeitgeber, ich habe jetzt nicht vor, eine eigene Firma zu gründen. Was steckt denn genau dahinter? Und das ja, spricht ja auch dann für das Mindset, was du ja mit anbietest, dieser Change. Und wie es ja immer so heißt, gewonnen wird im Kopf. Und wenn halt meine Einstellung zu dieser Lebenseinstellung ja, nicht passt, dann werde ich auch keine Ergebnisse erzielen. Und da hast du uns immer sehr, sehr gut in die richtigen Bahnen geleitet. Ja, jeder von uns ist ein ganz individueller Charakter mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und jeder hat natürlich dann auch ja, sein eigenes Päckchen zu tragen. Und wenn man dann natürlich
ja, gerade so was, was die Kopfgeschichte angeht, von dir eingefangen wird und auch geleitet und gelenkt wird, umso größer natürlich die Ergebnisse. Zumal ich ja auch in meiner Person die direkte Vergleichbarkeit habe. Ja, vor einigen Jahren bei dir schon mal im Einzelcoaching war. Und da war ja die Mindset-Geschichte eher, ja, zweitrangig. Und jetzt haben wir ja tatsächlich einen 50-50 Ausgleich. Und da muss man sagen, dass die Ergebnisse jetzt in selbiger Zeit um 30-35% höher sind. Wie viel Kilo hast du jetzt schon unten? 9. 9. Sensationell. Und ich sage ja, ich bin selbst von meinem eigenen Programm, muss ich jetzt tatsächlich sagen, begeistert, weil es halt einfach, es ist mein Lifestyle. Ich liebe es. Ich habe gerade heute wieder ein Posting gemacht und da habe ich reingeschrieben, nein, es ist keine Diät, es ist ein Lifestyle. Es hat mit der Diät überhaupt gar nichts zu tun. Es ist ein Lifestyle. Und wenn du dann Leute hast, die jetzt so wie die ganze Gruppe, wir sind jetzt insgesamt 19 zwischenzeitlich schon, und wenn du dann, wir kriegen da laufend Feedback, das Feedback zurückbekommst, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Und da kann ich einfach nur wieder sagen, Dankeschön, lieber André, weil auch bei dir, weil du warst ja schon mal in meinem Coaching und du hast natürlich jetzt ein ganz anderes Verhältnis, was du darstellen kannst für dich auch selber, weil du warst schon mal 1:1 und bist jetzt natürlich im Gruppencoaching und das auch noch online, dass du gar nicht zu mir kommst und das ist natürlich für mich besonders wertvoll. Mhm. Super. Ja, danke dir, weil ohne dich wären die Ergebnisse halt auch nicht da. Und ohne Trainingsplan, ohne Ernährungsplan, ohne das Mindset-Coaching, das sind halt die drei Bausteine, auf die es ankommt. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr zufrieden, was die letzten Wochen passiert ist. André, herzlichen Dank. Das hat mir jetzt ganz viel gebracht, auch dein persönlich, auch für mich das Feedback. Ist auch natürlich jetzt für die Leute, die noch einen Coach suchen, interessant, einfach mal nicht aus meinem Mund zu hören, sondern jemand, der das Coaching schon gemacht hat. Und einfach auch mal zu hören, wie funktioniert sowas. Herzlichen Dank, lieber André. Dankeschön. Gerne. Okay, ich mache Stopp. Yep. So, muss ich mal gucken, was war. Aufzeichnung läuft, das sind wir da.